Wenn sie einen Sprayer sehen, der in der Stadt die Wände beschmiert, dann rufen sie wahrscheinlich die Polizei an. Am Wochenende sind in Chur sogar über 50 Sprayerinnen unterwegs gewesen. Von der Polizei aber keine Spur. Und auch von Beschmieren kann also definitiv nicht dreht sein. Hunderte Quadratmeter Wände werden mit aberhunderten Spraydosen und Pinseln umgestaltet. Chur soll bunter werden. Über 50 Künstlerinnen und Künstler arbeiten an ihren Kunstwerken. Nach einer ersten Leitausgabe und der Absage 2020 findet das Churer Street Art Festival nun endlich statt. Kopf hinter dem Festival ist der Bündner Künstler Bane. Sein Beitrag zum Festival ist bereits fertig. Der Plessurfischer. Bane und sein Team bereiteten das Churer Street Art Festival jahrelang vor. Persönlich ist es... gehört es wie auch zu meinem Lebenstraum. Es ist so einfach ein weiteres Ziel zu meinem Traum, um mich selber verwirklichen, um etwas hinterlassen. Etwas hinterlassen will auch das Künstlerpaar Queen Kong. Sie arbeiten an einem der größten Bilder am Festival. Es ist unsere Tochter und wir tun gerne unser Erlebten. Wir sind schon seit 2009 ein Paar und erleben viele Sachen und tun das gerne manifestieren, anwenden. Und das ist ein kleiner Teil, Ausschnitt von unserem Leben, ein wichtiger. Focus on the Light zeigt ein Kind, das in ein Glas mit einer Muschel und einem Licht darin blickt. Sie genießt eigentlich das Spiel oder den Blick aufs Meer auch hier in diesem Bild. Und sie fokussiert sich sozusagen aufs Licht und aufs Gute und auf das, was sie Freude hat. An 9 Standorten arbeiten die Künstlerinnen und Künstler. 33 von ihnen sind hier an der Ringstraße. Gemeinsam gestalten sie eine 170 Meter lange Mauer. Die Hitze ist enorm. Der Druck in den Spraydosen steigt und erschwert so die Arbeit. Dass Graffiti-Künstler das Image von Stadtverschandlern nachhängt, spürt man hier kaum. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren sich den Zuschauern nah und offen. Nein, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir den Ruf aufpolieren müssen. Ich glaube, wir müssen einfach aufzeigen, dass sich Szenen oder Bewegungen auch weiterentwickeln. Und vielleicht manchmal auch in verschiedene Richtungen. Und jetzt sind wir halt mit dem, was wir machen, ist jetzt vielleicht eine andere Richtung als vor 20 Jahren. Und das spürt man auch bei der Bevölkerung. Die Begeisterung für so viele bunte Wände ist groß. Ich finde es immer eindrücklich und auch sehr positiv für die Stadt Chur, dass man sich da in diesem Bereich ein bisschen engagiert. Es ist extrem beeindruckend bei diesen Temperaturen, was die Künstler leisten. Und auch in diesen Dimensionen, dass man den Überblick über das Gesamte behalten kann. Zum Beispiel das Blau mit Grund, blauer Grund mit Grün drauf gemalt. Da werde ich schon noch schauen, wie das fertig aussieht. Aber so wie da hinten, die so skelettartige Sachen, da kann ich nichts anfangen mit. Ich finde es eine gute Sache und überall werden andere Ideen umgesetzt. Findest du, Chur soll noch bunter werden? Unbedingt. Finde ich auch geil. Und das wird es. Bereits in 2 Jahren soll laut Bane das nächste Street Art Festival in Chur stattfinden.